So, ich lege gleich noch einen drauf. Bevor wir jetzt gleich mit den Dorfbesuchen anfangen, will ich aber mal hier erstmal kurz meine Treasury leer machen, denn die ist ja noch pickepacke voll hier vom letzten Clankrieg und ja, dann lassen wir uns die Lumpen, da machen wir schön zwei Mauern. Wir sind hier ja schon auf dieser Seite, auf der Flanke hier angekommen und auf der Flanke hier oben und deswegen machen wir hier fröhlich weiter, also hier eine mit Gold und hier hinten eine mit Elex. Okay, dann steigen wir jetzt ein in die ersten Dörfer. Okay, ich gucke mir wieder eure Dörfer an. Ihr kennt das bei mir, wie das Ganze abläuft. Also die, die zumindest schon mal bei mir eine Dorfbesuchsfolge gesehen haben. Ich hau mir immer die Tags aus meiner Zwischenablage hier in die Felder rein und gucke mir dann jeweils die Bases an, bewerte die aus meiner Sicht. Also meine Sicht muss nicht eure Sicht sein. Bevor ich aber loslege, soll ich den Buhi Gamer hier erwähnen? Mehr nicht. Okay, habe ich an dieser Stelle getan. Und Punkt. Und ich grüße ganz, ganz herzlich den Zihan Sendur. Ich hoffe, das spreche ich auch richtig aus. Also an der Stelle, Gruß ist an dich rausgegangen. Grüße an den Clan. Und wir haben hier den Galaxy Adrian. Ein RH8 vom Clan. Rage War, er ist der Leader. Und ich glaube, das ist ein guter, RH8. Achter King schon. Und ihr seht das hier, Golem auf 2. Walküren auf 2. Die Hocks gehen bestimmt jetzt hoch, denke ich mal. Und wir sehen hier sicherlich auch ein starkes Dorf. Ja, das sieht gut aus. Hier gehen schon die ersten Mauern auf schwarz. Also hier kann er schon das, was er gerade an Gold gesammelt hat, schön einsammeln. Und hat hier alles schön im Ausbau, beziehungsweise ist eigentlich schon relativ stark maxed hier. Die Magertürme schön vor den Lars, kann man auch genau tauschen, also die Lars kann man noch weiter auseinanderziehen, läuft man natürlich Gefahr, dass die von Hox gemacht werden, aber das sieht gut aus hier, auch mit dem Feger, wenn er wieder fertig ist, der hat eine coole Richtung und hier kann man dann vielleicht, ich denke mal, die CKB sieht dann anders aus, da sind dann meistens die Lager außen, damit gerade Drachen richtig lange an den Lager zu knabbern haben, aber ich glaube, das ist ein cooler Account hier, da läuft das Labor auch, jawohl. Und ist schön aktiv hier in dem Clan. Also ich denke mal, alles richtig gemacht. Und ja, das ist ein guter Start auf R9, weil Truppen sehen schon ziemlich, ziemlich nett aus an der Stelle. Und direkt von hier aus gehen wir in Social Search Players und ins nächste Tag rein. Das ist der Timbo007. Er ist auch ein R8er, aber na, noch nicht so gut. Ich denke mal, auf RH7 hast du da ein bisschen was vergessen. Nämlich den King, der geht ja auf 5. Und auch die, obwohl die Schweine hatte auf 2 gehabt, glaube ich. Ne, hat er auch nicht. Schweine nicht auf 2. Lakaien nicht auf 2. Also Leute, lasst euch ruhig mehr Zeit. Levelt die Truppen durch. Genießt hier gerade diese Rathausstufen 6, 7, 8, 9. Ja, und rusht nicht so stark vor. Also so stark ist es jetzt nicht gerusht hier. Das hält sich ja noch in Grenzen. Hat ja aber auch noch alle Lager noch offen. Die können alle noch einen Schritt, glaube ich, vertragen. Die gehen hier auf Level 6 hoch, also auf 200 Truppen. Das solltest du in jedem Fall machen. Der Rest geht hier ja schon ganz gut in den Ausbau rein. Wo haben wir die dritte Luftabwehr? Hier ist die dritte Luftabwehr. Ja, nicht ganz geschützt von den Magertürmen, aber so kann man es auch lassen. Ich glaube, die Base ist so ähnlich, wie wir die von eben gesehen haben. Also lasst euch ein bisschen Zeit. Rascht nicht vor. Es lohnt sich überhaupt nicht. Und ja, das geht heute recht zügig. Der Julian, auch ein R8. Ei, wieder RH8-lastige Folge hier. Ja, finde ich natürlich nicht schlecht. Auch er hier ist auf einem, ja, auch auf einem guten Weg. Donnerwetter, 2 Heldenlevel noch. Dann bist du fertig. Und ja, okay. Den King hätte ich auf jeden Fall auf 10 gezogen vorher. Denn das Rathaus scheint ja jetzt schon ein paar Tage zu laufen. Ja, aber der Rest ist maxed out. Mauern sind durch. Forschungen sind durch. Und ja, der Pott leider leer. Den solltest du noch richtig, richtig hart befüllen, dass du die 40.000 zusammenbekommst, um die Queen aus dem Shop zu kriegen zum Start von RH9. Denn die sollte man in jedem Fall haben an der Stelle. Aber ich glaube, das ist ganz gut hier. Hat auch ordentliche CK-Sterne gesammelt hier, jawohl. Das ist top hier.
Und wir haben jetzt schon unsere nächste Tag hier in der Zwischenablage. Aber ich glaube, ich habe ein Zeichen zu viel drin. Jawohl, habe ich auch selber gesehen. Das ist der Tristan. Erstes RH9 hier heute mit Helden. 10er Queen, 16er King. Ja, aber ich glaube, das sieht ganz gut aus hier. 5er Hock schon am Start, 4er Golem, 2er Lava Hund, 4er Drachen. Ich sehe hier jetzt nur noch das Baby, was auf ein Level gehen kann, nämlich auf 2. Und das war's hier auch schon, glaube ich. Das war's hier schon, yo. Aber auch, also auch schnell. Die Base geht schneller voran als die Helden. Ja, das ist immer ein kleines Problem, weil wenn du normal wegfarmst, dann bist du immer schneller als die Helden. Deswegen gar nicht mal so viel hier investieren. Ab und zu lieber mal ein Mäuerchen mehr machen. Hast hier aber noch ein bisschen was im Ausbau. Das sieht ganz gut aus. Die La kann ja noch hochgehen hier. Also ist schon eine sehr starke Base, die Helden. Ja, zieh jetzt den King auf 20. Also so würde ich es jetzt machen. Den würde ich einfach die 4 Level jetzt noch gönnen und dann aber die Queen sofort hinterherziehen. Sonst gibt es, denke ich mal, an der Base nichts auszusetzen. Aber so ein bisschen hast du noch zu tun hier. Also da geht noch ein bisschen was. Und lass dir ruhig ein bisschen Zeit. Mach erstmal ein paar Mauern. So würd ich es jetzt machen, dass du ein bisschen in deiner CK-Range bleibst, wenn es darum geht, in die Clankriege zu ziehen. Und ja, da kannst du auch noch ein bisschen was reinholen hier. Da geht auf jeden Fall noch etwas. Und letzte Tag hier vor unserer kleinen Pause. Da war den Ölstar. Das ist hier ein RH. Oh, ist ein RH7. Ja, ist cool. Auch das ist ja Clash of Clans hier. Schönes RH7. Level 1 King. Abgefarmt. Okay, schade auch. Ist nicht so schlimm. Ich versuche das trotzdem dann zu bewerten. Ist natürlich ein bisschen schwierig, aber wir gucken mal, was er im Ausbau hat. Er hat sicherlich... er ist schön dabei, hier die Mauern schon zu machen. Das ist natürlich cool. Ja, die goldenen Mauern hier sehen ja auch nicht schlecht aus. Oder so goldgelb sind die, ja. Und macht hier schon einen Minenwerfer, sehe ich. Ich deutsche das mal gerade ein. Macht eine Luftabwehr hier auf Level 3. Super. Die ist dazugekommen jetzt. Und das sieht aber ganz gut. Ich glaube, das ist ganz gut. Er ist sicherlich noch nicht so lange jetzt auf Rathaus 7. Wir gucken mal hier die Truppen. Ja, 165. Unbedingt auf 210. Unbedingt auf 210. Und dann hier mit Drachen vor allen Dingen nachlegen. Das heißt also, nee, Rathaus 6 geht glaube ich noch gar nicht. 200, ne? Geht erst ab 7. Aber das ist ja schon ein... Ist er doch ein 7er, ne? Also doch. Also Town Hall, also doch 200 Truppen. Dann kannst du 10 Drachen mitnehmen. Also Drachen auf 3 hochziehen. Und wir gehen in unsere erste kleine Pause. Ihr kennt das von mir. Ich habe einen Zuschauer geschickt bekommen. Irgendwann habe ich mal wieder in meine Dropbox reingeguckt und da schlummern doch noch ein paar Kämpfe drin. Den ersten sehen wir jetzt. So, den ersten Fight heute ist vom Fresh Gamer vom Clan Lava Wolf. Vielen Dank, ich habe es bei mir in der Dropbox endlich gesehen. Und wir sehen hier einen schönen, ja, was ist es eigentlich? Es ist ein bisschen was mit Pekka, es ist ein bisschen was mit Valkyren, 2 Babydrachen sehe ich da, 3 Heiler, King und Queen schon am Start, also der RH9 ist hier nicht so stark, aber er macht hier auch eine RH8 Base, die sicherlich für ihn ganz gut schaffbar ist, also mit Level 1 Pekka, Level 2 Pekka, Level 1 Valkyren. Und ich glaube, ich habe mir den Kampf ja vorher schon mal angeguckt, habe ich so in der Form auch noch nie gesehen. Jetzt kommen da Babydrachen raus aus der Clanburg und Valkyren hier noch mit am Start. Die gehen jetzt richtig in die Mitte rein, da hat er schön den Sprung gesetzt. Also mit so einer kleinen Mannschaft, ich will das mal so benennen, das ist nicht abwertend, denke ich mal ein schöner Angriff hier. Und ihr seht es ja jetzt auch mal, das ist glaube ich mit Google Play Games aufgenommen. Da habe ich auch schon mal ein Video mit aufgenommen und habe das aber... Ich glaube, ich habe es auch damals veröffentlicht. Mich hat nur dieses Zeichen immer so ein bisschen gestört. Das kann man, glaube ich, auch ein bisschen woanders hin machen. Aber schön gemacht hier. Und ich freue mich, dass ich das endlich mal mit einbauen konnte. Also ist dann eher selten. Ich habe meinen Google Drive-Link unten immer in meiner Beschreibung drin. Also wer was Nettes hat für mich, einen coolen Fight, so einen coolen wie diesen hier, ne? Mit so einer Truppe hier, ja, da ist ja nicht so unbedingt üblich, dass du hier was reißt. Aber ist etwas geworden an der Stelle. Und ja, wie gesagt, hat mich gefreut. Aufgenommen hier mit Playgames. Also so kann man es machen. Und
einfach ab in meine Dropbox. Ich werde das schon sehen, denn die informiert mich ja mal, wenn der Speicherplatz da mal ein bisschen enger wird, weil ich da auch selber immer relativ viele Sachen zwischenparke. Und deswegen, ja, toller 3-Stern hier geworden. 2 auf 3 hier. Ich denke mal in dem Bereich Level 4 Clan gegen Level, ich weiß gar nicht, Level 2 Clan war es, glaube ich. Aber hier am Ende sehen wir es nochmal. Ja, schön aufgenommen. Und vielen Dank dem Fresh Gamer. In jedem Fall cooler Angriff und ich rede die ganze Zeit ja von Dropbox. Nein, es ist Google Drive. Aber ihr könnt mir das Ganze auch an totoclashed1@gmail.com schicken. Das ist eine meiner E-Mail-Adressen. Die rufe ich allerdings nur einmal pro Tag ab. Und also bitte nicht spammen oder fluten das Konto. Und da könnt ihr mir den natürlich auch hinschicken oder auch an die öffentliche Google- bzw. YouTube-Adresse. Aber wir sehen hier den Destroyer, machen hier direkt weiter vom Clan Helion. Und ich denke mal, er ist noch nicht so lange RH8 hier an der Stelle. Wir schauen uns das Dorf mal an. Abgefarmt, okay, das ist natürlich doof. Aber naja, ob das jetzt auch hält. So diese Designform hier, die hat mal gehalten. Aber ich denke mal, nicht wirklich. Aber er macht hier schon die ersten Mauern auf. Eigentlich mein Lieblingsmauerlevel. Ne, auf Level 8 hier die Mauern mit dem toten Kopf. Und er prügelt hier schon den ersten Minenwerfer hoch. Auf der anderen Seite ist es auch ein Minenwerfer. Jawohl, super. Die Bobs haben hier auf jeden Fall Beschäftigung. Dunkle Baracken, okay. Da ist er jetzt auf dem Weg, dass er hier die Walküre und den Golem rauslockt. Das ist auch in Ordnung. Und wir schauen mal hier Armeelager. Jawohl, 200, das passt. Das sieht ganz gut aus. Sweeper ging nicht höher. Magierturm. Hier haben wir die Luftabwehr. Okay. Also leider abgefahren. Vielleicht solltest du dir Gedanken über eine neue Base machen. Aber was ich hier eigentlich sehe, ist ein noch nicht so lange existierender R8-Account. Hätte es vielleicht noch die Hogs ein Level höher haben können an der Stelle, aber unbedingt leveln, nicht zögern. So, nächste Tech, die ich habe, hat ein Leerzeichen, habe ich schon gesehen. Das ist der Luca. Oh, der ist ein niedriges, clanloses Dorf hier an der Stelle. Und wir gucken mal rein, das müsste ein Sechser sein. Denn er hat noch keine Drachen hier, aber er hat schon 150 Truppen. Ich glaube, da geht noch ein Level mehr. Und die Saison hat ja gerade neu angefangen, deswegen sehen wir auch noch gar keinen Win or Lost. Ja, kann ich jetzt ganz, ganz schlecht beurteilen, dieses kleine Dorf hier. Sehen wir denn, ich sehe einen Bauarbeiter, der pennt. Und das ist eigentlich alles. Also ich glaube, der Account ist jetzt nicht wirklich mehr aktiv. Jetzt gucke ich mal. Ah nee, den gucke ich mir nicht an. Weil ich glaube, das ist keine Tech hier. Ich glaube, das ist keine Tech, die ich mir kopiert habe. Sollte das doch eine Tech sein, dann ist das eine komische Tech. Doch, das ist eine Tech hier. Das ist tatsächlich eine Tech vom Lance Butters, heißt es, glaube ich. Oder Lance Butters vom Clan Nahenlos 2. Okay, das ist ein RAL war hier. Oh, hier habe ich eher selten drin. Aber sieht gut aus. Wie gesagt, die Saison hat gerade angefangen und er ist sicherlich jetzt schon wieder dabei Richtung, ich weiß gar nicht, bei was die Saison dann beginnt. Ich glaube bei 5000, aber ist ein Max-Out-Account hier. Hat den Klonzauber noch nicht gelevelt und kann jetzt auch bei den Minern noch ein bisschen zulegen. Aber sonst, glaube ich, brauchen wir über den Account hier nicht meckern. Und ich denke mal, auch das Dorf hier wird vom Lance Butters wirklich gut sein. Ja, da hier gehen schon erst die ersten Sachen an. Ne, die gehen auf 14. Okay. Da hat er ein bisschen was nachzuholen noch, aber die Inferno-Türme hier sind schon auf Level 5. Das ist natürlich krass. Und ja, ich denke doch, das Dorf sieht gut aus. Mauern passt. Der Account passt einfach zum Dorf, so muss man es ja sagen. Und ich kann allerdings nicht beurteilen, wie gut oder wie schlecht dieses Dorf hier ist, weil ich selber noch kein RA11 bespiele. Aber ich denke mal, mit dem Magiertürm hier um die Lars herum ist das schon mal eine gute Geschichte, dass zumindest die Loon-Angriffe hier schon abgefedert werden von Flächenschaden. Und aber wie gesagt, ich kann es ganz schlecht beurteilen, da ich selber keinen RA11 bespiele. So, also passt das ja doch mit der Tech. Okay. Ja, aber den Roman vom Clan Nebelritter 2. Er ist Co-Leader und ist ein R8 mit schön schon 10er King und schon mal alle Kasernen fertig hier. Sonst hätte er den Golem nicht. Ich hoffe, dass der Golem auch levelt. Also zumindest hat das Dunkel, glaube ich,
locker zusammen für den Golem. Mal gucken, ob das Labor hier noch läuft. Ah, das Labor läuft noch, okay. Also irgendwas vermute ich da, Golem, Valkyre, Hox. Und ist aber schon, oh, ist ein starkes Dorf hier. Keine Frage, hat hier schon die Magiertürme auf den höchsten Level. Dieser hier kommt sicherlich jetzt nach, weil die beiden sind schon fertig hier. Und die Luftabwehren sicherlich alle auf 6, da brauche ich fast nicht nachgucken. Die eine steht hier vielleicht ein bisschen zu weit außen. Die würde ich hier vielleicht dann mit den King tauschen, denn wenn hier dann am Anfang Drachen auch von dieser Seite hier gesetzt werden oder auch Hox, dann kriegen die auf jeden Fall ein bisschen Ärger vom King. Also dann lieber den King nach außen anstatt die La hier. Denn ich muss mal schauen, ja, seht ihr das? Die Kanonen reichen hier ja gerade so an die La ran. Aber wenn du hier 4 Hox schickst, die kriegen hier nur so ein bisschen Beschuss hiervon und na, vielleicht geht der King drauf. Aber so ist das ein tolles Dorf hier. Hält sicherlich auch 2200 Pokale. Ist ja auch nicht gerade wenig. Also da hat er schon ein bisschen was gemacht hier, der Roman. Und dann haben wir den nächsten. Auch wieder Mittelleerzeichen. Mann, Mann, Mann. Das ist der Homer. Homer ist ein cooler Name. Vom Clan OTB Clan Wars. Clan Level 12. Also auch schon starkes Ding. Und ein RH10 hier mit 30er Queen, 20er King. Und ja, da kommen jetzt Truppen nach. Hätte man die Hexe ja noch machen können auf Rathaus 9 und auch den Hund hätte man auf 2 machen können. Aber ich denke mal, ja, man ist auch mal ein bisschen nass auf die anderen Truppen. Max Valkyre und Bola möchte man ja dann gerne auch haben. Aber ist hier 9,5er, so wie ich das sehe. Oder er ist noch nicht so lange Rathaus 10, sodass er die Infernos hier noch nicht rausgebracht hat. Hat ja aber schon 240 Truppen, das ist top. Und wir gucken mal, hat auch ganz annehmbare CK-Sterne. Das Dorf kann ich schlecht bewerten, wenn nicht alle Mauern drin sind. Und so wird das aber sicherlich mal halten und mal nicht halten. So muss man es ja sagen. Und er hat noch reichlich zu tun hier. Also hier geht noch richtig was. Die gehen nur noch 2 Level hoch. Die Bogenschützentürme können alle 2 Level vertragen. Kanonen auch. Also reichlich zu schaffen hier für den Homer. Und ich bin aber zuversichtlich, dass er das sicherlich packt. So, letzter Tag vor der zweiten kleinen Pause. Kleiner zweiter Schmankerl, den ich vor euch habe. Das ist der Simon vom Clan Die Brüder. Heldenpärchen. Ich sage immer, 20er Heldenpärchen ist das hier. Ja. 10er King, 10er Queen, zusammengezählt 20. Und das wäre jetzt für unseren Clan ein bisschen zu niedrig. Fragen ja immer wieder auch solche Accounts hier bei uns an. Und auch hier, ja, denke ich mal, ist er noch nicht so lange RH9. Mal schauen, aber die schon so stark gelevelt hier. Und ja, Leute, macht die X-Bogen nicht so hoch, dass sie so stark, die fallen ganz, ganz hoch ins Gewicht bei der CK-Suche. Und wenn ihr nur so kleine Helden habt, dann werdet ihr starke Gegner bekommen. Also es wird dann nicht leicht für euch werden, denn schaut mal hier alles andere, muss hier noch gelevelt werden, die Luftabwehren. Hier geht die dunkle Kaserne jetzt hoch, der Elixier Storage, der dunkle Sammler, so heißt es im Deutschen, glaube ich. Und weil du hast noch reichlich an den anderen Sachen hier zu tun und deswegen zieh die Helden nach, unbedingt. Ja, den zweiten Pausenfüller macht heute mal unser Hocke. Hocke hier schön in Legende und hat hier auch richtig krass Ressourcen in vor allen Dingen dieser Challenge, also diesem Event hier mit den Babydrachen und mit den, es war ja die Babydrachen Challenge, glaube ich, aber er hat hier beides schon auf Maxed und ja, das ist ja jetzt keine inaktive Base hier, so muss man es ja sagen, denn hier oben in Titan 2, wo der Gegner ist, der Mito 12 CR, da ist man sicherlich aktiv und rechnet sicherlich mit allem, aber nicht unbedingt mit so einem Angriff vom Hocke hier. Und ich finde auch hier oben schöne Ressourcen und richtig schöne Pokale. Also der Hocker hat sich hier auch ein bisschen festgefressen, muss man sagen. Aber die X-Bogen standen hier auf Boden. Das kommt so einem Angreifer natürlich richtig zugute. Das hat er super gesehen hier. Auch wenn die Babydrachen hier unten rechts nicht alle in Wut sind, weil natürlich andere Lufttruppen dabei sind, machen die immer noch reichlich Schaden hier auf. Max-Level also auf Level 5. Und er hat immer noch beide Helden vor allen Dingen hier, die er noch ziehen kann. Also in der Mitte war sowieso gar nichts gefährdet. Da konnte der eine Babydrachen hier das Rathaus so ganz genüsslich machen, weil ja, das Rathaus deckt halt gar nichts mehr.
an der Stelle. Die Teslas sind weg und jetzt hat er noch seine Helden, kann beide vor allen Dingen noch zünden, also auch 39er King und 37er Queen hier. Ja, richtig krass geworden, geht da oben auch noch mit durch und nochmal ein Boot gesetzt hier, beziehungsweise den King hier kurz mal durchgeraged. Queen noch dahinter, das ist natürlich super. King tankt, Queen dahinter. Ja, beste Kombi hier an der Stelle. Kann man nicht anders sagen. Und ich glaube, die Queen wird es ja am Ende sicherlich reißen, auch wenn sie natürlich für den X-Bogen eine Bodentruppe ist. Er kann sie immer noch zünden. Er kann sie immer noch zünden am Ende. Und dann ist das hier natürlich in der Legendenliga. Ja, schöner Lot mit dem Bonus hier und auch mit den Pokalen. Dunkles braucht er sowieso für seine Helden und deswegen glaube ich, dass er über diesen Angriff ja, dreifach froh war. Super Hocke, danke für den Angriff hier als Pausenfüller. Schönes Ding hier von Hocke im, was war das eigentlich für ein Event? Ich glaube, das war das Babydrachen-Event. Ja, das Babydrachen-Event und wir sind hier gleich dabei, wieder eine andere Base zu besuchen. Also wenn ihr das auch mal wollt, in den Videos hier zu erscheinen, dann, wie schon angesprochen, einfach ablegen bei mir in Google Drive oder E-Mail an totoclashed1@gmail.com. Jetzt sage ich es noch verkehrt. Während wir hier schon beim André sind, vom Clan Perpetuum. Er ist ein RH8, also wieder eine sehr RH8-lastige Folge. RH8 ist nach wie vor, glaube ich, das meistverbreitete Rathaus hier in Clash of Clans. Und weil hier ist auch der Zwiespalt sehr, sehr groß. Wie weit gehe ich im R8-Bereich? Rasch ich vor? Baue ich alles aus? Aber der André, ja, der hat hier nichts verkehrt gemacht. Der hat hier alles ausgebaut. Das sieht man auch. Macht jetzt noch die restlichen Sammler. Hier hat er sich ein bisschen Zeit gelassen. Kann man auch mal so machen. Die Base ist hier maxed out. Und hier steht eigentlich alles an richtiger Stelle. Vielleicht, ja gut, er hat jetzt ein bisschen taktisch den Feger hier eingebaut, damit unter Umständen, wenn von dieser Seite hier Loons reinkommen, der Feger sich noch ein kleines Stück dreht. Kann man so machen, also bin ich absolut d'accord mit und ich brauche gar nicht auf die Truppen gucken. 10er King, hier ist alles fertig, außer der Päcker. Oh, Junge, der Päcker. Mensch, kein Go-Vibe. Also, Päcker, denke ich mal, läuft da oben im Labor, es kann nichts anderes mehr laufen. Und gut gemacht hier vom André. Während ich meinen nächsten Tag hier mit Leerzeichen wieder in der Zwischenablage habe. Ach, immer diese Leerzeichen. So, hier soll ich aber was zu sagen. Oh, Ölster, den hatte ich doch schon. Irgendwas sollte ich da aber zum Player-Clan sagen. Ich weiß aber gar nicht mehr was. Muss ich leider rausschneiden. Naja, das muss ich leider rauscutten. Dann nehmen wir hier den nächsten. So, Zwischenablage befüllt mit dem Simon von die Brüder. Hatte ich auch schon. Super. Kann ich auch rausschneiden. Ich habe mir extra da eben so ein Fertig reingeschrieben. So, dann mache ich die jetzt auch mal weg hier. So, die gehen weg. Ganz viele entfernen und dann habe ich den nächsten Tag drin. So, ja, ich kann ja schneiden hier. Ist überhaupt kein Ding. Da haben wir den Cedi. Cedi ist ein Rathaus 9er. Ah. Im Clan Sub for Glory hier. Und ich denke mal, er ist noch nicht so lange 9. Denn ich sehe hier noch 2er Golem. Also das werden wir sicherlich auch am Dorf sehen. 313 CK. Siege, ja. Das war mal ein nettes Dorf hier. In Clan kriegen. Aber irgendwann hat man es dann natürlich ganz einfach gemacht. Aber das, was sich bestätigt hat, er ist noch nicht. Er oder sie, ich weiß es nicht. Ist noch nicht so lange Rathaus 9 hier und zieht hier Feger hoch, hat die glücklicherweise noch nicht so hoch, das passt noch so ein bisschen zum Heldenlevel hier, also unbedingt, ich sage es ja immer wieder, Leute, macht die Helden, spart das Dunkle dafür, farmt exzessiv Dunkles, ihr werdet sehen, dass im RH9 Bereich alles andere weitaus früher fertig ist, also auch die Mauern als die Helden, deswegen zieht die Helden exzessiv hoch hier. Alles andere könnt ihr dann machen, aber mit hohen Helden macht das hier richtig viel Spaß. Aber die Base, ja, wird sicherlich mal halten und mal weniger halten. Hier in Gold 1 ist es, glaube ich, ist die absolut in Ordnung.
So, jetzt habe ich die nächste Tech hier schon in meiner Zwischenablage. Die Dorfbesuchsfolgen bei mir sind ja mal ein bisschen länger. Liegt einfach daran, dass ich natürlich auch viel reinhaben will. So wie den Jonah hier von den Fresh Boys. Ja, ist ein kleines Rathaus, gucken wir mal. Aber 35 gewonnene CK-Sterne und abgefarmt. Abgefarmt hier zu den kleinen Rathäusern kann ich gar nicht so viel sagen, aber er macht hier die Mauern schön und sie ist auf jeden Fall aktiv, sonst wären die Bauarbeiter hier nicht beschäftigt, also ist schon aktiver. Und er zieht hier jetzt erstmal die Elixierkollektoren und die Goldminen hoch, sollte man auch so machen, die gehen ja auf Rathaus Level 5, gehen die ja eigentlich schon auf 10 und er ist hier ja schon 6er und ich sehe doch keine 10er, also ja, da muss man Geduld haben, bei Rathaus Level 5 die Goldminen und die Elixiersammler auf 10 zu bringen, das ist ein Geduldsspiel und wenn du das nicht hast, dann verballerst du jetzt Zeit, indem du sie jetzt erst nachmachst. Okay, nächste Tech hier. Da ist sie. Das ist der, oh, das kann ich schwerlich lesen, der Devranz Real. Ich kann es ganz schlecht aussprechen. Von der Ü20 Elite ist ein Rathaus Level 8, aber ja, da hast du ein bisschen was verpasst auf 7, Drachen auf 2 und das, was ich gesagt habe, Leute, baut eure Bases aus, baut die ruhig auf, die Rathausstufe aus und dann habt ihr weniger Probleme und auch hier 200 Truppen ist must have, aber da er noch nicht so lange R8 ist, denke ich mal, wird er auch die Armeelager jetzt relativ zügig ausbauen, aber hier an den Truppen, da hapert's. Ja, da hapert es hier. Zweier Hockreiter hätte ich in jedem Fall gemacht, also Schweinereiter. Und auch den, ich glaube auch der Heiler geht auf 2 schon hoch. Drachen, den hätte auch schon 2 sein müssen, denn Drachen ist ja die Angriffswaffe im RH7, RH8 Bereich und auch der Wut dann dazu. Also hier fehlt mir doch noch ein bisschen viel und ein bisschen zu früh hier reingegangen und jetzt habe ich schon meine 9, also das waren jetzt schon eher ältere Techs hier, die ich hier noch abarbeite. Invalid-Tech hier, klar, wegen dem Fragezeichen. Oh, den habe ich schon gehabt gerade. Tolle Wurst. Das war noch meine alte Zwischenablage. Oder täusche ich mich da? Hier ist auch ein Fragezeichen drin. Ah, da täusche ich mich nicht. Das ist ein totes Dorf. Beziehungsweise ein Dorf, was ich nicht zuordnen kann. Ah, jetzt weiß ich, was ich auf jeden Fall hier gerade nicht richtig mache, nämlich, dass ich die Rauten damit drin habe. Aber wir haben hier den Passi vom Clan The Unity. Ist auch noch ein kleines Rathaus. Ah, zu denen kann ich echt wenig sagen, zu kleinen Rathäusern. Aber es geht jetzt schon auf Level 7 hoch und er hat aber auch die Truppen alle, glaube ich, fertig. Ich weiß nicht, ob der Heiler noch ein Level höher gegangen wäre. Alle anderen Sachen gehen nämlich auch schon auf 4 hier bei Rathaus 6. Also da ist ein bisschen zu früh dabei. Da kann ich nur sagen, alles zu früh gemacht, glaube ich, an der Stelle. Oder täusche ich mich da jetzt? Nee, ich täusche mich da, glaube ich, ne? Dann ist er doch auf einem guten Weg. Die Luftabwehren gehen hier noch hoch. Ja, ich kann es ganz schlecht beurteilen. Ich muss mich doch mal wieder schlau machen, auf welchem Level hier eigentlich was gelaufen ist. Und hab wieder ein Fragezeichen beim Legend Warrior. Der Legend Warrior ist ein RH10er hier vom Clan Pixelcraft Army und hat, ja, die Helden 23-20, das ist in Ordnung, glaube ich, für ein RH10. Farmtruppen als erstes gemacht, kann man sich auch überlegen, ob man da nicht was anderes macht. Aber er hat schon den Hund. Ich denke, dann ist es ein guter Luftangreifer an der Stelle. Ob es dann für RH10 reicht, na, weiß man nicht genau. Ist auch leider abgefarmt hier, aber Rathaus nicht bekommen. Und denke mal, die Base hält, also 240 Truppen, sieht gut aus. Und auch die Base ist schon stark hier. Sieht man, ist weitreichend auf Max hier. Die sind auch auf 4. Wo ist der andere X-Bogen hier? Ja, habe ich mir schon gedacht. Aber hier auch mit dem Inferno-Turm auf 3. Das sieht hier ganz ordentlich aus. Queen eiert hier außen rum und sehen wir dann Bauarbeiter am King. Jawohl, wir sehen Bauarbeiter am King. Also geht weiter hier mit den Helden. Und dann ist der Legend Warrior auch auf einer guten Spur, ja, also bleib schön lange RH10. Da kannst du richtig das Kockleben hier genießen. So, da haben wir den Fun TV, ein Rathaus 8, auch viel zu früh hochgegangen. Also heute rusht es ja hier im Karton. Ja, also da hat man auf 7 hier echt was verpasst, nämlich die
dunkle Kaserne schon mal ein weiterzumachen. Hat keine Drachen, also das ganze Knicken, das ist ein nicht so schöner Account hier vom Clan Weltenfeuer. Und ist er überhaupt noch aktiv hier? Sind hier noch Bobs am Start? Ich sehe keinen Bob im Moment. Ah doch, ah, da macht er sie jetzt erst nach. Ja, dass sie auf Level 2 geht, okay, vielleicht hat er doch ein Einsehen gehabt und zieht jetzt das Ganze alles nach hier, aber sonst ist das eigentlich ein Account, den ich nicht so wirklich mag und also alles viel zu früh hochgegangen, sieht man auch im Spielerlevel 65, das ist dann eher im Bereich von Rathaus 7 angesiedelt und wir haben hier den, wie heißt das, Erik, das heißt bestimmt Erik, denke ich mal, ich deute das einfach mal so, vom Clan Loach Le Croix. Ich weiß gar nicht, ob das noch ein deutscher Clan ist. Wir können mal reingucken. Ja, ist ein deutscher Clan. Okay, also nochmal ins Player Profile. Auch noch nicht so viele Sterne gewonnen hier. Ah ne, das ist der Finn. Ah ja, ja, das ist der Finn. Entschuldigt. Wir gucken uns das R9 hier an. Wir schauen uns das R9 an. Ist sicherlich auch noch nicht so lange R9, aber hat schon einen X-Bogen hochgezogen. Lass den anderen erstmal ruhig so. So würde ich es jetzt machen. Und zieh ein bisschen deine Truppen nach und vor allen Dingen natürlich wieder die Helden. Aber sonst, hier geht's rei rum. Die schützen schön die Lars hier mit. Ja, das ist in Ordnung. Auch hier die Bogenschützentürme sind, glaube ich, dann super angeordnet an der Stelle. Denn Save the Dark ist sicherlich das Motto dieser Base hier. Und das geht hier ganz sicher auch das ein oder andere Mal in Erfüllung. So, letzte Base für diese Folge hier. Ich muss sowieso schneiden wie ein Weltmeister hier durch die vielen Toten oder durch die vielen nicht passenden Tags hier. Und dann haben wir hier den Marco ...... D von den Alpha-Wölfen. Er ist dort Co-Leader, ein Rathaus Level 8. Sicherlich auch noch nicht so lange. Also, das war eine R8-Folge hier. Deswegen gibt es ja auch heute Nachmittag noch eine zweite Folge von mir, weil ich natürlich so ein bisschen eine Ahnung habe. Die Dorfbesuchsfolgen, ja, die sind jetzt nicht so der Reißer bei mir, weiß ich nicht, ich kann das immer ganz schlecht beurteilen. Wenn ich sie dann im Nachgang nochmal gucke, dann denke ich immer, ach Thorsten, was hast du da denn gemacht? Und deswegen kommt heute für euch am Dienstag eine zweite Folge am späten Nachmittag. Könnt ihr euch überraschen lassen. Und habe ich einfach mal so zwischendurch mal eingeworfen. Mal sehen, ob euch das gefällt oder nicht. Könnt ihr mir dann in den Kommentaren niederlegen. Aber der Marco hier ist auf dem Weg, Achter zu werden, auch wenn der Level hier noch nicht so hoch ist. Das Labor rennt noch. Rennt das Labor noch? Wo ist Labor? Hier unten rennt nicht mehr. Eieieiei. Da hätte man noch die Lakaien machen können. Mehr hätte man hier, glaube ich, eh nicht mehr machen können. Und sicherlich aufgrund des Levels, sage ich mal, nicht so viel gespendet. Hier, da können wir auch mal ins Player Profile reingehen. An dem erkennt man das in der Regel. Aber ist auch schwierig, hier ein bisschen was zu spenden im RH 6 oder 5, 6, 7er Bereich, wenn du nicht so sehr in so einem Clan steckst, wo viele halt auch hier noch mit drin sind, wo die Spenden dann letztendlich hochgehen. Also ist euch hier auf einem guten Weg. Das Ding kann er hier hochkloppen. In jedem Fall. Alle Kasernen fertig. Passt. Top. So. Last but not least. Wir machen Angriff hier in meinem Dorf. Ich suche meinen Gegner. Bis gleich. Okay, wir haben unseren Gegner gefunden, dauert echt ganz schön lange hier, muss ich mal so sagen. Und im Moment mache ich hier so ein bisschen mit Queen Walk und, ja, ich hätte fast gesagt, so anderen Truppen irgendetwas. So, die muss jetzt mal da reingehen und dann gehen wir gehen gleich mal von hier so vor. Oh, meine Queen, ich musste immer ragen. Shit, jetzt habe ich hier schon ein bisschen was gesetzt, aber ich wollte eigentlich hier rein. Komme ich da rein? Komme ich da jetzt rein oder nicht? Ja, ich bin ja schon drin. Da sind wir ja schon drin hier. Jawohl. Und dann hauen wir hier richtig mal die Hexen durch. Ich super Trottel. Jawohl. Ich super Depp. Hab jetzt meine Queen sterben lassen, weil ich mich nur auf die anderen Truppen hier konzentriert habe. Ah, Mist. Naja, was willst du machen? Was willst du machen? Und ich habe auch anstelle des Fries. Ja, da nehmen wir doch immer nur noch jetzt Heil mit. Genau. So machen wir das hier an der Stelle. Mist. Aber es ist egal, wir heilen hier. Wir heilen hier mal durch. Mal gucken, ob wir das Rathaus noch kriegen. Wo ist denn eigentlich unser King? Wo ist unser King? Ah, der macht da hinten alles. Jawohl. Der macht erstmal da hinten alles und versucht jetzt irgendwie hier durch die Mauer zu kommen. Ach, shit. Da habe ich nicht aufgepasst jetzt. Scheiße, ich hoffe, das wird noch ein Stern. Ja, wird noch ein Stern. Ist nicht so tragisch hier, aber nicht, dass wir den auch noch vergessen. Hier habe ich jetzt keinen Bock drauf.
Ich habe überhaupt nicht mehr auf meine Queen geachtet, weil ich hier über zwei Seiten rein wollte. Das war natürlich mein kleiner Fehler. Aber wir nehmen hier, glaube ich, noch ganz nett ein bisschen Ressourcen mit. Im Moment brauche ich ja null Dunkles. Und da bleibt sicherlich jetzt der ein oder andere Stern über. Also war eher suboptimal. Aber für einen Stern ist das in Ordnung. Rathaus haben wir gekriegt. Über 59% hier. Und dann schafft der Magierturm hier die Hexe jetzt. Ja, nein, schafft er nicht. Doch, schafft er. Jetzt sind nur noch Skelette hier zu heilen. Okay, das können wir abbrechen. Also esse ich hier. Ja, aber auch der Rest ist ganz nett. Da ich noch keinen Angriff hatte, gibt es keinen Bonus. Das finde ich auch mal doof. Na, den kriege ich ja jetzt erst wieder. Und obwohl, man kriegt doch eigentlich im Eröffnungsangriff auch Bonus, oder nicht? Komisch. Naja, sei es drum. Ja, Dorfbesuchsfolge wieder mal abgeschlossen. Alle, die jetzt nicht dran gekommen sind, ich habe meine Textdatei nach wie vor offen und es sind immer noch ganz, ganz viele Texte. Also im Moment braucht ihr mir auch keinen neuen Text reinschreiben. Ich nehme jetzt keinen neuen Text mehr aus. Wen ich noch nicht begrüßt habe, auch das habe ich mir alles aufgeschrieben. Also ihr kommt alle dran, ihr müsst nur Geduld haben. Ansonsten sprengen diese Folgen leider den Rahmen. Ich würde sagen, guckt euch das Video um 17 Uhr an. Bis dahin, euer Toto. Clash.